Komm, wir fahren. Heute fahren wir mal. Bin schon lange nicht mehr. Braucht ihr mal Klamotten? Ganz viele Klamotten. Dreh ich um. Ja. Wir haben, zurzeit haben wir Porsche-Wochen bei uns. Wir haben so viele Porsche die letzten Tage, also Porsche-Modelle die letzten Tage gefahren oder hier gehabt, dass es bei uns aussieht wie so ein Porsche-Vertreter. Heute fahren wir. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also muss ich mal Porsche wieder sagen, individuell geil. Und zwar einen Porsche GT3. Komm, wir gehen einmal von außen. Erstmal von außen. Also, Felgen. Ehrlich, wir hätten die Felgen, glaube ich, auf jeden Audi, auf jeden Mercedes, überall drauf gemacht. Die würden auf jeden Auto mega aussehen. Ja, was mich, ja, wundert nicht, was mich begeistert bei den Felgen, ist, wenn man guckt, da sind so dicke Ballonreifen drauf, von hinten. Ja. Guck mal, da sind so dicke Ballonreifen drauf auf dem Ding. Und trotzdem sieht die Felge geil aus. Ja? Weil normalerweise hast du so Niederquerschnittreifen drauf und dann Auto schon tiefer gelegt, dann sieht das geil aus. Ja? Aber hier, die musst du gar nichts machen. So, Porsche hat schon gedacht, okay, Belzec wird das Auto fahren, deswegen packen wir ein bisschen Spoiler dran. Ja? Also das ist genauso meins. Und das sieht aus wie neu. Das Baujahr 2017 und der sieht aus wie neu. Jetzt fragt ihr euch, warum ist das Auto bei euch? Ne? Weil der Kunde gesagt hat, dazu bin ich Spoiler. Nein, Spaß. Der bekommt eine Standschutzfolie. Vorne. Ne? Das machen wir auch. Deswegen sind die ganzen Porsche-Modelle bei uns. Guck mal, allein die Stoßstange, wie die schon aussieht. Wirklich, wirklich absolut krank. Das sind schon geile Autos. Ne? Also Porsche weiß schon, wie es geht. Ich glaube, meine Figur ist nicht dafür gedacht. Ah. Ich bin zu dick für so ein Auto. Ich mag die Sitze ja nicht. Ich finde die geil. Nein, nein, nein. Also nicht falsch verstehen. Ich finde die Sitze mega. Optisch Traum. Vom Einsteigen her stört mich das, weil ich setze mich immer hier drauf. Ja, mit dem Arsch. Und ich habe das nicht so gerne. Jetzt muss ich mal. Also was, ich habe mich normal angeschnallt. Oder soll ich. Wie ein Formel-1-Fahrer. Ja, wir werden schon denn schon, Kollege. Meine Damen und Herren, zum Glück. Ja, warte, ist die Kamera nicht an? Junge, wie soll ich mich da einschneiden? Mal gucken. Nee, bei mir passt nicht. Ja, also ich glaube, bevor wir hier den Kunden alles verstellen, lassen wir es, meine Damen und Herren, und schneiden wir uns normal an. Also Renngurte oder Normalanschnaller, ich würde normal Anschnaller bevorzugen, weil ich mehr im Straßenverkehr unterwegs bin und weniger auf der Rennstrecke. Aber ich kann mir vorstellen, derjenige natürlich, der viel auf der Rennstrecke unterwegs ist, einfach die Sportgurte braucht. Ja. Oh, 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 das kann kill, let's go. Oh, da läuft schon wieder so raus, so dreckig, ne? Käfig, das ist so geil, ne? So vom Sitzen her sind die Sitze geil. Ja. Nur das Einsteigen ist ein bisschen etwas, sieht nicht so intelligent aus. Wo ist die Sitzheizung hier? Hier, die neuen haben dieses kleine Rädchen zwischen Sport, Ultrasport und keine Ahnung was. Also schon, ne? Aber
Porsche ist sich treu geblieben. Es ist schon anders, das neue Modell, aber es ist nicht so viel anders. Ja? Dass du dir sagst, okay, das komplette Design haben die komplett überarbeitet, sieht nicht aus wie ein Porsche. Boah, geile Kiste. Ich finde, so ein Turbo ist Alltagsauto. So ein GT3 ist Sportwagen. Das ist schon, ich sag mal, schön am Wochenende, geiles Wetter oder auf dem Ring. Du merkst schon zwischen dem Turbo, ja, gestern und heute, ist schon sehr viel Unterschied vom Komfort her. Ja. Auch hier bei dem Vorgängermodell sieht man, dass ich die äußeren Tachos gar nicht sehen kann. Ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, dass das Lenkrad die zwei äußeren Tachoanzeigen verdeckt. Das ist mir nie aufgefallen. Nur wo ich jetzt den Porsche GT3 von 2017 gefahren bin, habe ich festgestellt, dass quasi die Tachos schon immer so waren. Ja? Nur mir ist das nie so richtig aufgefallen oder ich habe das nie so wahrgenommen. Ich glaube, bei dem Panamera hatte ich das nicht so. Ich habe Porsche Cayenne, Panamera, Taycan, alles Mögliche schon gehabt. Deswegen habe ich das noch nie so krass vom Gefühl her gehabt wie den. Wie bei der 911er. Ne? Auch hier zum Beispiel, wenn du nach hinten raus guckst, das wollte ich gestern bei einem Turbo dir erklären. Guck mal die Theke. Ich sehe nur eine halbe Scheibe. Gut, die meisten Porsche-Fahrer würden sagen, wer guckt schon nach hinten? So, ist das schon warm hier? 60, bam, 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 bam. Boah, fahr mal ein bisschen. Also die Farbe von der Porsche finde ich sehr interessant. Ja, ich finde, ein Sportwagen kann ruhig eine ausgefallene oder eine Signalfarbe haben. Oder was typisch ausgefallen ist. Ja? Also grün, gelb, rot, so Porsche blau oder Miami blau in dem Fall. Ja, das sind Farben, die Porsche auch tragen kann. Viel PS heißt nicht direkt schnell. Das sieht man bei dem Ami zum Beispiel. Eine Corvette, richtig schön, auch mit 700 PS oder was. Die kann bei dem Porsche, der hat 520 oder 500 oder 650, egal wie viel. Weniger auf jeden Fall wie eine Corvette, aber niemals, niemals hat eine Corvette Chance mit einem Porsche. Das Modell, was wir heute fahren, hat 500 PS. Ja, das ist Baujahr 2017. Ja. Und den neuen, den wir gefahren sind, letzte Woche. Beide geil. Hat 520, also 20 PS nur mehr. Aber soll angeblich auf der Strecke viel, viel besser sein als der hier. Ja. Also viele, die beide gefahren sind, behaupten, da liegen Welten zwischen. Viel macht natürlich auch der Sound, ne? Von deinem Feeling, wie schnell fühlt sich das an. Porsche, vor allem die GT-Modelle, sind wie eine Spardose. Also wir haben für uns 212 bezahlt, sehr gut ausgestattet, wirklich sehr gut ausgestattet, außer diese Schallensitze, aber die wollte ich nicht haben. Aber ich glaube, die kosten 5er. Ja, also du bist bei einem 2017 Auto bei dem Preis von einem Neuwagen. Ein Nachteil gibt es bei dem Neuwagen, du kriegst gar keinen. Wer eine Wertanlage haben möchte, der muss sich unbedingt einen Porsche kaufen. Weil wirklich der 911er, also unbedingt 911er, ja, oder hier den Cayman GT4 und so weiter, also die besonderen Modelle, Panamera und Cayenne haben ja, ziemlich starken Wertverlust, der 911er kaum. Ja, und die GT-Modelle, die mittlerweile werden die Preise so hoch gehandelt, da das Auto früher nicht mal neu so viel gekostet. Denn wenn wir fahren, wir müssen ja noch vergleichen, der neue geht nach Monaco. Schade, aber wir haben einen Zugriff auf das Auto. Ich habe so ein bisschen mich verliebt in Porsche. Ehrlich, guck mal, ich muss gar nicht schnell fahren. Leute, wirklich, ich muss gar nicht schnell mit dem Auto fahren. Und das macht Bock und Laune. Man hat gehört, was
was gerade passiert ist. Ich bin 100 km/h gefahren. Wie will man mit einem Schalter schalten? Da musst du schon so ein Jackie Chan sein, ja? Dass er tschuk sagt, ja? Vielleicht müssen wir einen McLaren verkaufen. Aber dann, was kaufen wir dann? Was gibt es auf dem Markt zurzeit krasses als der 720S? Der LT, aber sonst? Oder den als Spider? Ferrari? Ja, also ich muss eins sagen, ich bin der 488 gefahren und der 458 hatte ich und da sind Welten zwischen. Also da hat Ferrari sich nach hinten entwickelt, meiner Meinung nach. Also wirklich, beim besten Willen, ich mache jetzt niemanden schlecht hier. Vom Sound her, von alles. Also mein 458er war vom Sound her wie so ein Formel 1 Auto. Kein Scherz. Der war so, so ein Kreischen hat er gehabt im Auspuff. Richtig dreckig. Oh, schön. Guck mal, wie schön ruhig das Auto fährt, ne? Ganz, ganz entspannt bei 180. Jetzt weiß ich, ich habe mich immer gewundert, die meisten Porsche und Elva-Fahrer grinsen so. Jetzt weiß ich warum. Ja, weil die Kisten Bock machen, ne? Also. Ja, habt ihr gesehen? Ich will nichts sagen, ne? Aber bei dem McLaren ist mir das aber noch nie passiert. Mir einmal. Ja? Warum fährst du mit dem McLaren? Oh, Entschuldigung. Ich finde, die meisten Passanten oder hier Verkehrsteilnehmer, wenn die jemanden mit so einem Auto sehen, ob das McLaren ist oder so ein Porsche GT-Modell, weil der so verspoilert ist, ja, und extrem auffällig, die beurteilen die Menschen viel zu schnell. Ja. Weil ob ich einen McLaren habe oder nicht habe, oder ich einen Fiat Cinquecento oder einen Smart habe, ist doch scheißegal. Ich bin ich. Porsche weiß, wie es geht, sag ich mal so, die Kunden glücklich zu machen. Aber die Bremse hört sich an wie bei einem Straßenbahn. Mhm. Nein, schon eine geile Kiste, wirklich, wirklich. Ja. Ich hätte dem auch ein Giftgrün gekauft. Oder rot. Ja. Schwarz ist immer so undercover. Also die Farbe von der Porsche finde ich sehr interessant. Ja. Ich finde, ein Sportwagen kann ruhig eine ausgefallene oder eine Signalfarbe haben. Oder was typisch ausgefallenes. Ja. Also grün, gelb, rot, so Porsche blau oder Miami blau in dem Fall. Ja. Das sind Farben, die Porsche auch tragen kann. Also wenn ich mir eine Porsche GT3 kaufen wollen würde, würde ich doch vielleicht sogar diese Farbe wählen. Ja? Oder ein Nardo Grau. Ja? So eine Farbe würde ich auch nehmen. Also, da gefällt mir auch sehr gut. Auf jeden Fall keinen weißen. Ich finde, schwarz ist so ein Porsche Turbo. Für jeden Tag. Du willst nicht auffallen, du willst so ein bisschen undercover unterwegs sein. Und so weiter und so fort. Aber hier bei so einem GT-Modell. Wenn der öffnet, ne? Ja. So nicht anders. Nächste Woche gibt es ein Video von unserem neuen GT3. Jetzt fahre ich hier ein Stückchen in der Strecke, da können wir mit einer ganz geile Kamera, die wir gekauft haben, Insta360
Vielleicht können wir einblenden hier. Ey, geiles Ding, Leute, wirklich. Braucht jeder, der so ein bisschen YouTube macht, braucht diese Kameras. Wir haben auch unsere GoPro-Kameras, außer die, die ich jetzt hier habe, ausgetauscht auf Insta. Insta 360, ja, sollen viel, viel besser sein. Und da sind wir gespannt. Ja, machen wir die Insta jetzt rein, hol die raus. Also Leute, guck mal, wenn ich aussteigen will, ich gehe das gar nicht hier. Was, ich muss das ein bisschen hier wieder höher machen, so wie das war. So, check. Aber trotzdem, guck mal, ich kann nicht aussteigen hier, ne? Weil das blockiert komplett. Ist zwar geil in den Kurven, ja, wenn man natürlich mit dem Auto scheppert, aber guck mal, wenn ich aussteige, ah, sieht das nicht so intelligent aus wie in einem Porsche Turbo. Auch bei dem Sitzen würde ich natürlich die Sportsitze bevorzugen vor den Schalensitzen, weil wenn man normal im Straßenverkehr quasi jeden Tag oder oft unterwegs ist, ist das Einsteigen und Aussteigen viel, viel besser. Ja? Und sieht natürlich intelligenter aus, wenn man irgendwo geparkt rauskommen möchte. Deswegen, wo ich den unseren GT3 konfiguriert habe, habe ich die Sitze nicht genommen. Damit es etwas schöner aussieht, wenn ich da aussteige. Schön. Also ich würde bei einer Schulnote bei diesem Wagen ein 1+ geben. Ich habe nichts zu meckern. Geile Spoiler, Felgen geil, die Tieferlegung, also quasi wie die Räder in dem Radkasten stehen, bombastisch. Die Farbe finde ich cool. Ja, wie gesagt, die Sitze, optional, klar. Könnte ich jetzt einen Punkt abziehen, aber mache ich nicht, weil die eigentlich geil sind. Nur nicht geil für mich. Deswegen kein Punktabzug, das ist eine glatte 1+. Glatte 1+, ja. Das kann nur einer sagen, ein Pole, weißt du? Gott! Herrlich. No. Guck mal, das ist beide geil. Beide geil? Das ist schwer. Geiles Auto.